Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und ob wir es geschafft haben oder nicht, 2500 Abonnenten zu erreichen, das gucken wir uns gleich einmal an. Bevor wir damit starten, will ich euch einmal kurz ein bisschen was zu der aktuellen Situation aufgrund des Bitcoins erzählen. Einfach nur ein paar Worte von mir, wie ich das Ganze sehe. Tiefgründig werde ich das Ganze dann am Sonntag behandeln, da wo es dann auch wirklich hingehört, zum Wochenreport. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch gerade so ein bisschen nicht genau wissen, was ist denn jetzt los, steige ich aus, soll ich überhaupt rein in den Markt? Oder irgendwie alle so ein bisschen überfordert sind mit der jetzigen Situation. Und damit ich das Ganze mal so ein bisschen entspannen kann, will ich euch mal was zeigen, bevor ich starte, meine Predigt zu halten. Und zwar gucken wir uns hier einmal an, wie es heute oder eigentlich fast heute, genau vor einem Jahr ausschaute. 18. September 2016. Ich habe euch mal einen historischen Snapchat hier rausgesucht. Und hier könnt ihr mal sehen, also ich glaube, wir alle würden durchdrehen, wenn es heute so einen Einkaufspreis gäbe beim Bitcoin. 606 Dollar, Ethereum bei 12,77 Dollar, wie süß. Und Ripple, mag man gar nicht hingucken, nicht mal ein Zehntel Cent. Also Wahnsinn, ja. Ihr seht also, was ist in einem Jahr, in 365 Tagen alles passiert. Und glaubt mir, es gab auch da schon viele Höhen und Tiefen. Es gab auch schon im Vorfeld immer mal wieder ICO-Bann-Ankündigungen von China. So krass wie jetzt waren sie zwar noch nie, aber es gab immer Höhen und Tiefen. Und der Bitcoin wurde schon 110 Mal totgeglaubt von Forbes Magazine, von den Financial Times und von allen großen Blättern, die ein bisschen was von sich halten. Alle haben den Tod des Bitcoin beschworen. Und ihr seht, wo der Bitcoin steht. Der Chef von JP Morgan, einer der größten Analystenhäuser auf der Welt, hat gesagt, der Bitcoin wird sterben. Da stand der Bitcoin bei 408 Dollar. Jetzt bei 4.800 Dollar so ungefähr, sagt er das Gleiche erneut. Kurz gesagt, die Banken und all das System, was den Banken unterliegt, ist natürlich ein absoluter Konkurrent zum Bitcoin. Und demnach ist natürlich klar, dass ein CEO, also ein Geschäftsführer eines großen Finanzhauses, anti-Bitcoin sein muss. Ja, das ist ja ganz logisch. Ja, von daher lasst euch nicht verunsichern. Diese Diskussionen, die in China stattfinden, sind sehr zweiseitig zu betrachten. Auf der einen Seite haben wir natürlich ganz klar Regelungen und Regulierungen, die wir ja gut finden können oder auch nicht. Auf der anderen Seite wird sehr, sehr viel dazu interpretiert. Plötzlich werden chinesische Seiten, die ihr vorher noch nie in eurem Leben gehört habt, geschweige denn irgendwas darüber erfahren habt, plötzlich als seriöse Quelle dargestellt. Und seid einfach so wie ich. Denkt ans große Ganze. Wir wissen alle, oder ich hoffe zumindest, es ist durchgesickert bei mir, dass ich ein großer Sympathisant bin der ganzen Welt hier. Und ich glaube fest und inständig daran, dass die Kryptowelt die Welt verändern und revolutionieren wird. Das Ganze ist wie bei einem Startup. Man kann nicht erwarten, dass von einem auf den anderen Tag das Ganze 120% macht oder so, sondern man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen. Man muss das Ganze eher in etwas größeren Zeiträumen betrachten. Und ich empfehle euch, wenn ihr wirklich herausfinden wollt, ob die Kurse steigen oder fallen, schaut nicht jeden Tag 10-mal in eure App oder auf irgendwie coinmarketcap.com, sondern schaut vielleicht mal jedes Quartal, wie viel Prozent haben eigentlich eure Investments gemacht. Und das sind dann wirklich Indikatoren, die für euch zählen sollten. Tut einfach mal so, wenn ihr das könnt, als ob diese ganze Situation gerade nicht geschehen würde. Macht euch bewusst, dass hier sehr, sehr viel künstlich erzeugt wurde und dass sehr, sehr viele Menschen panisch werden, weil sie einfach nicht genug Vertrauen in die Idee Bitcoin und Blockchain haben. Und ich gehöre zu denjenigen, die natürlich auch unangenehm erwachen, wenn sie dann morgens ihren Kontostand sehen und die App aktualisiert wird. Auf der anderen Seite bin ich aber jemand, der ans große Ganze glaubt. Und deshalb bin ich einer festen Meinung treu, und zwar holde ich. Hier in der Szene nennt man das ja huddeln. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Also ich huddel mein Kram. Ich zeige euch mal, wie mein Bildschirmhintergrund ausschaut. Schaut mal hier. Es ist nicht nur eine Ansage, sondern auch meine Lebensweise. Just huddle it. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Findet ihr bestimmt irgendwo bei Google. Ja, zurück zur Präsentation und zum heutigen eigentlichen Thema. Denn ich hatte euch ja gesagt, Mensch, schaffen wir das bis Freitag, also bis heute, 2500 Abonnenten zu erreichen. Und einige von euch haben schon im Kanal nachgeschaut hier und so ein bisschen vorab geguckt und zum Glück nicht viel gespoilert. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einmal an, denn das heutige Thema heißt natürlich, jawohl, wir haben es geschafft, 2500 Abonnenten spezial. Vielen, vielen Dank vorab, ihr Lieben, wir haben es tatsächlich geschafft. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Heute dementsprechend natürlich, erst einmal hier der Beweis. Wir haben also 2504 Abonnenten gehabt gestern um, ich glaube, es war so 16 Uhr, 16.30 Uhr in dem Dreh. Also sehr, sehr gut geschätzt und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, dass es auch so eine Punktlandung geworden ist.
Freue ich mich sehr drüber. Und hier, bevor ich es vergesse, bevor ich das weiter hier thematisiere, ganz kurz zum Quantum-Video von mir vor einigen Tagen. Ihr habt sehr, sehr viele Kommentare hinterlassen. Wie immer lese ich mir alle durch und einer von euch hat ganz besonders gut aufgepasst. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das System nicht auf Proof of Work basiert, sondern dass wir hier ein Proof of Stake haben. Ich habe es also falsch recherchiert, ich habe auch nochmal nachrecherchiert und er hat recht. Dementsprechend bitte, bitte einmal kurz mir nachsehen, auch ich lerne da jeden Tag dazu. Quantum ist eine fest vorgeschriebene Anzahl an Token oder an Coins, die festgelegt wurde. Hier ist nicht meinbar der Coin. Dementsprechend haben wir also ein Proof of Stake und kein Proof of Work. Okay. So viel Zeit muss sein. Ich mache ja auch mal Fehler, muss ich auch mal nennen. Okay, jetzt genug der warmen Worte. Jetzt wollen wir ja loslegen. Ihr seid ja sicherlich genauso gespannt wie ich. Als allererstes nochmal offiziell vielen, vielen Dank an euch alle in allen Sprachen mal wieder. 2500 Abonnenten in roundabout 3 Monaten. Ich bin sehr, sehr stolz und hätte das wirklich nicht erwartet. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich jetzt erst recht weitermachen. Und deshalb lautet jetzt meine Devise, weiter geht's, auf zu den nächsten 2500 Abos. Und wie ihr wisst, FFDK, also finanzielle Freiheit, dann Kryptowährung to the moon. Genau wie der Bitcoin. Mal sehen, wer zuerst 10.000 erreicht, der Bitcoin oder ich. Na, mal schauen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was eure Prognose ist. Jawohl, auf geht's. Agenda, eigentlich vom Wochenreport, heute aber auch mal so. Wir gucken uns mal an, was heute besprochen wird. Als allererstes schauen wir uns jetzt einmal an Rückblick auf die bisherigen Videos. Was ist eigentlich bisher passiert? Und noch mehr finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen, ab jetzt ja. Also sprich, noch mehr FFDK, ab jetzt ja. Was meine ich damit? Das zeige ich euch auch gleich. Und danach natürlich das Wichtigste des heutigen Videos. Es gibt wieder eine Verlosung anlässlich der 2500 Abonnenten. Und das heißt, es gibt einen Gewinner, es gibt einen Gewinn und es gibt hoffentlich auch so viel, dass das wirklich attraktiv für euch ist. Freue ich mich schon drauf. Ist so ein kleines, symbolisches Dankeschön für euch alle. Und ja, lasst uns einfach starten. Was haben wir eigentlich alles gemeinsam erlebt und gelernt in den letzten Tagen? Ihr merkt schon, heute geht es nicht darum, dass ich irgendwas Spezielles vorstelle, sondern ich möchte die Zeit einfach mal genießen mit euch gemeinsam und kurz und knapp mal zusammenfassen, was wir die letzten 3 Monate erlebt haben. Mir kommt es schon viel länger vor, aber die von euch, die von Anfang an dabei waren, haben bestimmt fast alle dieser Videos schon gesehen. Wer noch nicht so weit ist oder vielleicht erst seit kurzem zu der Community dazugekommen ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr jetzt hier einmal alle Videos auf einen Schlag seht und euch gerne mal im Nachhinein die Videos anschauen können. Da war zum Beispiel vor kurzem das schlimme Video über das ICO-Verbot. Wir haben regelmäßige Wochenreports gehabt und ich habe euch gezeigt, wie man der Weg zum Kryptomillionär, wie man es also schaffen kann, sich schlau zu machen über gewisse Dinge, wie ich mich schlau mache, worauf ich achte. Ja, und ich hoffe, das sind so kleine Handwerksmittel, die ich euch gebe, damit ihr erfolgreicher werdet. Darüber hinaus habe ich teilweise die Situation genutzt, die gerade in den Medien präsent war, zum Beispiel bei Monero ganz viel in den Medien, die Listung auf Bithump, da erinnert ihr euch ja vielleicht noch dran. Und ich habe euch natürlich auch gezeigt, wie man seine Coins schützt. Übrigens dazu, am 22. September gibt es wieder die Ledger Nano S und auch die Treasure. Das heißt, ihr könnt euch ab dann wieder ganz normal die Dinger bestellen. Ich mache bis dahin ein Video und zeige euch nochmal genau, wie sowas funktioniert. Ansonsten haben wir zum Beispiel die 1000 Abonnenten gerade erst vor kurzem gehabt oder auch daraufhin dann das Gewinnspiel bzw. die Auflösung des Gewinnspiels bekannt gegeben. Ich habe euch meine Top 5 Altcoins gezeigt unter 1 Euro und wir haben uns immer mal wieder damit beschäftigt, was sind eigentlich bestimmte Coins und wo sind die Unterschiede. Ja, darüber hinaus hatten wir noch viele andere Dinge, vor allem auch technische Videos. Wir haben uns zum Beispiel mal angeschaut, wie kauft man überhaupt Bitcoin. Oder auch, wie sieht es aus, wie kann man eigentlich kostenlos minen, also selber Coins generieren, wenn man so will. Und dann vor allem viele Fachbegriffe geklärt. Es gab die Situation um Segwit, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, kurz vor August, Segwit-Debatte. Was passiert nun mit dem Bitcoin? Wird der dem Untergang geweiht sein oder wird das Ganze gut verkraftet und weggesteckt? Ja, wir haben es ganz genau erörtert. Das war auch die Geburt des Bitcoin Cash. Wir haben auch da gesehen, der Bitcoin Cash hat richtig Gas gegeben am Anfang. Und zu guter Letzt gibt es natürlich immer mal wieder Videos, wo ich meine Lieblingscoins präsentiere. Und auch ganz links, das wurde noch gar nicht so oft gesehen von euch, ich finde das aber ziemlich interessant, Bullenmarkt und Bärenmarkt, einfach erklärt. Guckt das euch einfach mal an, es ist so ein bisschen börsenorientiert, aber viele von euch wissen vielleicht gar nicht genau, was heißt Bullish, Bearish, Bullenmarkt, Bärenmarkt, schon mal irgendwie gehört, aber so richtig wissen, was das bedeutet, ihr werdet das spätestens hier erfahren.
Okay, guckt euch gerne mal die Videos im Nachhinein an, denn diese Videos sind der Grund für den Erfolg. Die Videos sind, oder ich danke euch dafür, dass ihr euch die Videos angeschaut habt und dass ihr sie auch geliked habt, kommentiert habt und so weiter. Ihr motiviert mich ungemein weiterzumachen und gebt mir Power, denn ich kann offen zu euch sagen, Geld verdienen tue ich mit YouTube noch nicht. Das dauert alles noch ein bisschen, man ist halt am Anfang, man muss sich erst einmal eine gewisse Fanbase aufbauen, so nennt sich das ja mittlerweile. Und ich hoffe einfach, dass euch die Videos gefallen, dass sie euch unterhalten, dass ihr merkt, ihr seid ein Teil davon. Ich will hier nicht den Lehrer spielen, sondern ich will wirklich mit euch gemeinsam was erarbeiten. Und das ist so Sinn und Zweck des Ganzen. Guti, danke für euer Interesse und eure Unterstützung. Ganz klar, wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Okay, jetzt habe ich euch aber so viel erzählt. Jetzt habe ich euch versprochen, im zweiten Part geht es darum, mehr FFDK. Jetzt ja. Und als kleine Überraschung für euch vorab, vor der Auslosung, habe ich eine, ja, für euch wahrscheinlich mittlerweile schon fast selbstverständliche Sache. Für mich war das ein kleines Reingewöhnen und auch ein bisschen Zeit investieren. Und zwar gibt es ab sofort einen Twitter-Account von uns oder von mir. Und ihr könnt dort natürlich jederzeit News einsehen. Ich kann euch viel mehr Sachen schicken, die ich zum Beispiel aus meinen Gruppen bekomme. Ich bin mit vielen großen Gruppen vernetzt, habe einige Leute, die sehr, sehr viel Ahnung haben und hin und wieder Sachen präsentieren, die die Medien so noch gar nicht zeigen. Und ich hoffe, dass ich euch in diesem Kanal laufend auf dem Laufenden halten kann und nicht nur immer ein-, zweimal die Woche. Somit habt ihr alle die Möglichkeit, euch dort, ich glaube sogar, wenn man nicht registriert ist, kann man sogar in die Gruppe reinschauen. Ihr könnt euch also News ziehen, ihr könnt gerne mit mir schreiben, wir können uns gegenseitig Tweets schicken, so nennt sich das da, und wir können gemeinsam viel, viel lernen. Und ich hoffe so, euch ein kleines Entgegenkommen zu bringen, dass man noch ein bisschen mehr voneinander hat und dass ihr vor allem noch viel mehr lernen könnt und ich auch. Ja, da bin ich gespannt drauf, wie das läuft. Wenn ihr Lust drauf habt, kommt sehr, sehr gern drauf auf den Twitter-Account. Der ist aktuell noch ziemlich leer, also werde ich eure Hilfe brauchen, um den zu füllen und mit Leben zu füllen. Und finden tut ihr mich unter dem Kürzel @ffdk_17. Freue ich mich schon drauf. Ich verlinke das Ganze natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Und bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema, mit der Auslosung starten, zeige ich euch einmal, wie das Ganze aktuell ausschaut. Ihr seht schon, hier ist so ein bisschen was vorbereitet. Ich werde hier zum Beispiel die aktuellen Videos hochladen. Ich werde auch hin und wieder mal was schreiben, was ich denke. Zum Beispiel jetzt in der Bitcoin-Zeit, wo es gerade so extrem bergab ging, hätte ich euch viel, viel mehr auf dem Laufenden halten können, hätte ich die Möglichkeit gehabt, Twitter mit euch zu verbinden. Und man kann auch hin und wieder Umfragen starten. Und gewisse Vorteile hat Twitter darüber hinaus. Von daher freue ich mich sehr, wenn ihr da Teil werdet. Ich selbst war sehr skeptisch, weil Twitter und so, das war für mich immer eher so ein Ding, was meine Freundin macht. Ich war da eher so ein bisschen, Aber ich bin ehrlich, ich habe mich da jetzt 2-3 Tage reingefuchst und habe auch, bevor ich mich da registriert habe, mir Gedanken gemacht, ob das dem Kanal gut tut oder nicht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es uns allen gut tut. Ihr müsst jetzt nicht Donald Trumps Tweets den ganzen Tag lesen, aber ihr könnt euch sehr, sehr gerne mal Twitter holen oder ich glaube, man kann es kostenlos runterladen als App. Und so seid ihr dann ständig auf dem Laufenden und könnt interaktiv mit mir und der Community gemeinsam mehr lernen. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, schreibt mir gerne, ob es euch gefällt. Wenn nein, schreibt mir auch gerne, dann ändere ich es natürlich. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das schon eine coole Sache. Können wir viel, viel mehr Zeit miteinander verbringen, wenn ihr das natürlich möchtet. So, nochmal hier, genau. Ich finde, das animiert sich so geil. Ja. Okay, so, dann starten wir mal jetzt mit dem wichtigsten Teil und kommen auch schon zum fast letzten Teil in diesem Video. Ich habe euch versprochen, es gibt wieder eine Auslosung. So, ich habe mal einen Schluck getrunken. Also, dieses Mal bei der Auslosung gibt es eine Schätzfrage, wie beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal haben wir über Ripple gesprochen. Und ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, was diesmal im Fokus steht, überall im Mittelpunkt, ist natürlich unser Lieblingscoin, die Mutter aller Kryptowährungen, der Bitcoin. Ja, wir haben gemerkt, es geht dem Bitcoin momentan nicht so gut. Mag größtenteils an der China-Diskussion liegen, aber auch so generell momentan ist es nicht so gut bestimmt um den Bitcoin. Heute hat er sich so gegen 14.30 Uhr das erste Mal wieder ein bisschen gefangen. Wir sind wieder in Richtung Aufwärtstrend. Das kann sich aber auch wieder ändern und von daher seid ihr jetzt gefragt. Ich bitte euch, mir folgende Frage zu beantworten bzw. zu schätzen. Bei welchem Kurs in Euro, das ist diesmal konkretisiert, in Euro, steht der Bitcoin BTC am Sonntag, den 24.09.2017 um 12 Uhr? Also kurz bevor ich den Wochenreport verfilme, möchte ich von euch gerne wissen, was ihr denkt, wo wird der Bitcoin stehen, wo wird er landen bis dahin? Und ja, was es dazu Gewinn gibt und welche Regeln es gibt, das folgt jetzt. Als allererstes mal das Negative, und zwar die Regeln. Allerdings sind sie gar nicht so wild. Es zählt wie beim letzten Mal auch nur der erst abgegebene Tipp.
nur Tippabgaben unter diesem Video zählen, weil ansonsten suche ich mich ja tot, wenn ich alle Videos irgendwie nach irgendwelchen Kommentaren absuche. Also nur unter diesem Video hier und nur wer abonniert hat, der kann auch teilnehmen. Ich weiß, dass einige von euch auf Ghost-Modus sind, also dass ihr mich abonniert habt, ich es aber nicht sehen kann. Wenn dem so ist, dann seid bitte so lieb und schreibt es hinter eure Tippabgabe, damit ich es auch nachvollziehen kann. Ja, ansonsten nochmal, nur Angaben in Euro sind gültig, so damit wir es einfach einfacher haben. Und die Tippabgabe ist natürlich nicht bis 11.59 Uhr am Sonntag, sondern schon zwei Tage vorher, bis also Freitag, den 22. September, das ist also der kommende Freitag, müsst ihr euren Tipp abgegeben haben. Auch da wieder 12 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube in der Schweiz und in Österreich habt ihr die gleiche Zeit wie bei uns, von daher ist es relativ einfach. Und Deutschland, Österreich und Schweiz sind, glaube ich, 98% der Zuschauer. Super, ja, das war's schon mit den negativen Regeln. Jetzt geht's um die Gewinne. Und ich habe euch ja schon mehrfach gefragt, erzählt mal, ja, was wollt ihr eigentlich haben? Ich habe jetzt ganz viele Dinge gehört und glaubt mir, wenn es nach mir ginge, würde ich euch allen als allererstes mal Ledger S schenken. Aber ich habe euch schon am Anfang des Videos gesagt, es gibt noch keine monetären Einnahmen für mich. Das heißt, ich investiere momentan sehr viel Zeit und ich habe auch einen Ledger bestellt und auch schon bekommen und auch den werde ich verlosen. Allerdings werde ich den Ledger Nano S heute noch nicht verlosen, sondern in einem separaten Video. Aber ich denke, auch das wird noch diesen Monat rauskommen. Und ja, wichtig ist für mich, der Gewinner ist natürlich derjenige von euch, der am dichtesten am tatsächlichen BTC-Kurs ist, am Sonntag um 12 Uhr. Und dieses Mal entscheidet ihr den Gewinn. Der erste Platz von euch behält das, was ihr in der Abstimmung als Favorit gewählt habt. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Aufgaben. Eure erste Aufgabe ist, ihr seht es schon, euch bei Twitter einzuloggen bzw. auf den Twitter-Account von mir zu gehen, euch das Ganze anzuschauen. Drückt auch gerne auf dieses Vögelchen, das ihr mir folgen wollt, also Follow. Und dann habt ihr folgende Frage hier, die ihr hier seht. Moment, ich schaue es mir mal an. So. Wo soll am 24.09. oder was soll am 24.09.2017 verlost werden? Bei mir kann ich jetzt nicht sehen als Admin, aber ihr könntet jetzt theoretisch eine der Aussagen oder Antworten wählen. Eine persönliche Beratung, das heißt, ich werde euch eine Stunde lang coachen. Wir machen das gerne per Skype oder wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr auch sehr, sehr gerne zu mir kommen. Da können wir gemeinsam eine Stunde uns komplett austauschen über meine Ansichten, eure Ideen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Coins, die ihr gerne mit mir besprechen möchtet. Oder. Also es kann sehr wertvoll sein, dass man sich mal eine Stunde austauscht. Von daher würde ich das toll finden, wenn wir das mal zeitnah machen. Ihr könnt entscheiden, ob es jetzt schon der Fall sein soll oder nicht. Wenn ihr sagt, das ist mir zu langweilig, ich möchte lieber irgendwas gewinnen, wovon ich mal was kaufen kann, dann biete ich euch jetzt zweites einen 30 Euro Amazon-Gutschein an. Der ist nicht dafür gedacht, dass ihr damit ein Skateboard kauft oder irgendwelche Schminke, sondern der ist dafür gedacht, dass ihr euch eben den angesprochenen Ledger Nano S zulegen könnt. Ihr könnt ihn also dort kaufen und habt dann quasi ungefähr nur den halben Preis. Also habt ihr 30 Euro als Zuschmiss und ich glaube, damit ist euch dann geholfen, dann ist es noch ein bisschen einfacher, sich zu überwinden, sich mal so ein Ledger zu kaufen. Und glaubt mir, so ein Hardware-Wallet, egal ob es der Ledger oder ein Trezor ist, ist unumgänglich, wenn ihr mal seht, wie oft gehackt wird, wie oft irgendwelche Börsen angegriffen werden. Also tut mir alle eingefallen, mittel- und langfristig vor allem, holt euch bitte ein Hardware-Wallet, weil nur so ist es meiner Meinung nach wirklich ja, 98% sicher. Alle anderen Dinge sind nur eine 50-50-Chance. Und das Letzte, ihr wisst ja, dass ich ja, aus welchem Grund auch immer irgendwie ein Sympathisant von Ripple bin. Wenn ihr also sagt, Ripple ist für mich genauso interessant, dann lasst uns auch gerne Ripple wählen. Ripple würde bedeuten, ihr bekommt 200 Ripple von mir geschenkt, Ripple XRP. Aktuell sind wir da roundabout bei 14, 15 Cent. Das heißt, wir sind hier ungefähr bei 30, 35 Euro am Gegenwert. Langfristig betrachtet glaube ich aber, dass das noch deutlich mehr geht und dass man damit sicherlich ja, so ein bisschen was anlegen kann, wenn man die also behält, kann man bestimmt ein bisschen was daraus generieren über die Zeit. Macht sehr, sehr gerne. Wenn ihr dazu Fragen habt, weil ihr vielleicht nicht zurechtkommt, wie macht man das bei Twitter, muss ich sagen, ich habe mich da selber erst neuerdings reingefuchst, so ganz genau weiß ich es auch noch nicht. Ich versuche euch aber zu helfen, ansonsten freue ich mich, wenn viele von euch vielleicht schon Erfahrung mit Twitter haben, dann schreibt uns sehr gerne, wie man es regeln kann. Ja, das war's an dieser Stelle, glaube ich schon. Wenn ihr nichts mehr habt, oder wenn ihr was habt, schreibt es mir gerne. Ansonsten habe ich nichts mehr an dieser Stelle. Ich freue mich sehr auf den Wochenreport am Sonntag. Da werden wir das ganze Thema mit dem Bitcoin mal ganz, ganz genau auseinandernehmen. Gucken uns auch mal genau an, wie man vielleicht zukünftig strategisch anlegen kann. Also das wird ein etwas technischeres Video. Bin ich total gespannt drauf. Und wenn euch noch was einfällt, freue ich mich von euch zu hören oder von euch einen Tweet zu bekommen.
Ansonsten war es das an dieser Stelle. Gebt eure Tipps ab, am besten so schnell wie möglich, damit wir alle gemeinsam schnell das Ganze füllen können und ein bisschen Leben in das Gewinnspiel bringen. Ich freue mich, dass ihr euch habt, ich freue mich, dass ihr mich so unterstützt und ich freue mich auch darüber, dass es hier so eine positive Community ist. Also ich sehe hier selten irgendwelche negativen Beiträge, die ich löschen muss. Es ist im Großen und Ganzen ein sehr, sehr reger Austausch. Viele von euch haben schon ein bisschen Wissen aufgesaugt und helfen auch Leuten, die vielleicht noch nicht so viel wissen. Finde ich ziemlich geil und genauso war auch der Gedanke von dieser ganzen Idee. Ich möchte einfach irgendwie den Weg schaffen, dass ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz und im Idealfall auch noch mehr Länder alle so ein bisschen näher an die Kryptowelt kommen und alle so ein bisschen mehr darüber erfahren können, denn das Fernsehen zeigt uns ja nicht allzu viel darüber. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist es schwierig, ordentliche Leute zu finden. Und so hatte ich mir damals überlegt, okay, Alex, ja, du kannst ja ein bisschen was und du kannst auch ein bisschen reden. Vielleicht solltest du mal derjenige sein, der die Lücke mal füllt. Und bisher ist das sehr, sehr gut gelungen. Unterstützt mich und den Kanal weiter. Teilt das auch sehr, sehr gerne. Ansonsten jetzt genug geredet. Ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Freitag. Schaut bei Twitter vorbei, macht am Gewinnspiel mit und bis Sonntag. Ciao!